Wir befinden uns hier im 22. Wiener Gemeindebezirk über der Donau im Arkhotel und hier geht gerade ein ganz besonderer Adventmarkt über die Bühne, der nämlich gänzlich ohne tierische Produkte auskommt. Das heißt, es ist ein veganer Weihnachtsmarkt. Für diesen besonderen Weihnachtsmarkt hat man auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Heather Mills. Wir alle kennen Heather Mills noch als die Gattin der Beatles-Legende Sir Paul McCartney. Und Heather Mills ist ja ein richtiger Tausendsasser, eine Skirennläuferin. Sie ist auch eine Prothesenträgerin, hat einen Unterschenkel amputiert, lässt sich aber davon nicht aufhalten und genießt so richtig ihr Leben, eben vegan. Daher haben wir auch die Möglichkeit nicht verstreichen lassen und haben natürlich Sie auch zum Interview vor Kamera und vor das Mikro gebeten. Warum ist Ihnen der vegane Lifestyle so wichtig? I've been vegan for 26 years. I went vegan because of health, not because of the environment or the animals. I didn't connect the two. But once you become vegan, then you learn about the environment and you learn about the animals and then you become all. Ich lebe seit 26 Jahren vegan. Ich habe mich meiner Gesundheit zuliebe dafür entschieden. Nicht wegen der Umwelt oder dem Wohl der Tiere. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, werden alle drei Bereiche wichtig. Ich habe immer mehr Rezepte ausprobiert, wie vegane Burger, vegane Schnitzel und Bratwürstel und Co. eigentlich so gemacht werden. Als Kind hatten wir zweimal pro Woche Fleisch. Heutzutage essen die Leute so unglaublich viel davon. Es startet schon beim Frühstück, geht weiter mit dem Mittagessen und endet irgendwo beim Dinner. Darum versuche ich effektiv Lösungen zu finden. So I just decided to make V-Bites and make vegan products and create solutions, vegan makeup, vegan algal oils, vegan wine, everything. My biggest goal is to help animals, the health and the environment. And on the health side, everybody talks about raising money for cancer cures and I want cancer prevention. Mein größtes Ziel ist es mittlerweile, den Tieren damit zu helfen, aber eben auch der Umwelt. Alle reden von Behandlungen, die man macht, wenn man Krebs hat. Ich möchte, dass Krebs gar nicht erst so leicht entsteht. Wenn das Immunsystem gestärkt ist durch gute Ernährung, kann man vielen Krankheiten vorbeugen. Also glaubt nicht, dass ihr Brustkrebs oder eine andere Art davon bekommt, nur weil euer Vater oder eure Mutter betroffen war. Ihr habt es selbst auch ein wenig im Griff.